Das Spannende an der Limburg ist, sie hat über 800 Jahre Bestand gehabt. Sie ist authentisch. Das heißt, sie steht seit 800 Jahren. Sie ist bis in das Jahr 1952 bewohnt worden von einer Bewohnerin des Fürstenhauses Bentheim-Tecklenburg. Und sie hat den Wandel von einer Ritterburg in ein Residenzschloss durchgemacht. Das heißt, man sieht hier an der Architektur Bestandteile einer alten Ritterburg und man sieht hier auch Gebäudeteile und Wohnräume eines Residenzschlosses. Und die Geschichte der Limburg beginnt vor 800 Jahren. Friedrich von Isenberg hat im Streit den Kölner Erzbischof Engelbert von Berg erschlagen. Das hätte er besser nicht tun sollen. Und dieser Engelbert von Berg war nicht nur Kölner Erzbischof, sondern er war zweitmächtigster Mann im Reiche. Friedrich von Isenberg wurde ergriffen und im Jahr 1226 in Köln hingerichtet, auf damals grausamste Weise. Man hat ihn gerädert. Die Isenburg bei Hattingen wurde geschleift und einer seiner Söhne, Dietrich von Isenberg, hat im Schutze einer Wallburg die Limburg als steinerne Festung gebaut. Weil ich als Kind früher hier war, fühle ich, also das ist für mich so auch ein Stück Kindheit und deswegen freue ich mich immer, wenn ich am Schloss bin. Ein Edelknabe, bösartig und jähzornig, soll im Zorn seine Mutter geschlagen haben und zur Strafe hat der Graf ihm vom Henker die Hand abschlagen lassen. Ja, die schwarze Hand, die kennt eigentlich quasi jedes Kind aus Limburg. Da irgendwie jedes Kind, das entweder war es hier oder es wurde halt ihm die Geschichte erzählt. Also wenn man dann die Hand so ansieht, vor allem wenn es auch noch so halbdunkel ist, ist es schon so ein bisschen, naja, ein bisschen eklig. Jetzt stellen Sie sich bitte alle mal um den Brunnen herum. Ich zähle mal bis 3. 2, 3. Der Brunnen, da musste ich mich eigentlich schon drüber beugen, damit ich überhaupt was sehen kann. Und der war wirklich ganz tief. Und das sah so aus, als ob das Wasser durch einen Geheimgang fließen würde. Da hab ich gedacht, gleich würde jetzt ein Geist kommen oder so. Wenn man hier die Nachtwächterführung macht, also im Dunkeln durch die Burg geht, dann ist das nochmal eine ganz andere Atmosphäre als an einem Sommertag. Man erahnte viel mehr Dinge und die Sinne sind geschärfter, man achtet mehr auf die Geräusche, man sieht vielleicht etwas weniger, aber man empfindet und fühlt viel mehr, wie das Leben vielleicht zur Ritterzeit oder auch zu Schlosszeiten hier war. Und es ist ein unvergessenes Erlebnis, also wenn man hier einmal so eine Atmosphäre mitgemacht hat, man hört die Dielen knarzen, man hört die Wetterfahne, also die Nachtstimmung, also vieles bleibt verborgen und andere Dinge werden erahnbar, die spärliche Beleuchtung, die Nachtwächterlaterne, die nicht überall ausleuchten kann, ist schon eine Stimmung, nicht nur eine Lichtstimmung, sondern eine Stimmung, die man auch fühlt, also die muss man erfühlen und das erfüllt man, wenn man hier durch die Burg geht, die wunderbare Architektur und wenn man dann natürlich vom Nachtwächter noch die Geschichten zur Architektur hört, dann ist das Ganze noch spannender, dann erschließt sich einem die Burg auch. Die Aussicht von dem Wehrgang nachts auf den Limburg ist wirklich gigantisch. Dann diese ganzen Lichter und irgendwie dann erkennt man so ein bisschen so, ja, da ist die Hohensieburg oder da ist, sind irgendwelche Firmen, die man halt aus von Limburg kennt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde eigentlich nochmal kommen, aber ich weiß nicht, ob meiner Mutter mir das erlauben würde. Für mich hat das immer einen ganz besonderen Reiz. Als ich also vor 5 Jahren hier zu einem Schlossteam zugestoßen bin, wusste ich gar nicht, dass die Burg süchtig macht. Also das hier zu arbeiten und hier durchzugehen und wenn man dann vielleicht sogar nach einer Führung mal die Leute entlassen hat und oben nochmal auf der Wehrmauer steht und die Fledermäuse beobachtet, dann hat man ein ganz tolles Erlebnis, das man wirklich nicht vergisst.